Landwirt Fahrbericht. Die neueste Technik im praktischen Einsatz. Niederschläge und schwere Fahrzeuge setzen Schotterstraßen ordentlich zu. Die Instandhaltung ist aufwendig und teuer. Forstunternehmer Andreas Thome aus Ramsau bei Berchtesgaden hat eine kostengünstige Alternative entwickelt. Ein Wegepflegegerät, das vom Traktor getragen wird. Wir konnten einen der ersten Einsätze begleiten. Das Gerät arbeitet mit drei Planierschienen, die sich unabhängig voneinander steuern lassen. Abgeschwemmtes Material wird vom Bankett geholt und gleichmäßig auf der Straße verteilt. Dabei entsteht eine neue Verschleißschicht, die anschließend nicht verdichtet werden muss. Fahrspuren und Schlaglöcher werden aufgefüllt. Das Dachprofil bleibt erhalten, damit das Wasser zügig abfließen kann. Anders als bei einem Grädereinsatz wird der Straßenkörper nicht zerstört. Die Schienen kratzen nur an der Oberfläche. Mit einem Eigengewicht von 1700 Kilogramm ist das Gerät schwer genug, um den gewünschten Bearbeitungseffekt zu erzielen. Der Auflagedruck lässt sich über ein hydraulisches Entlastungssystem den Gegebenheiten anpassen. Um die Fahrbahn fertig zu bearbeiten, sind nur zwei Überfahrten notwendig, eine in jede Richtung. Damit sich das Material gut verteilt, sollte man eine Fahrgeschwindigkeit von 20 km/h anstreben. Je nach Steigung braucht der Traktor dafür mindestens 120 bis 150 PS. An guten Tagen bearbeitet Andreas Thome eine Strecke von 40 bis 50 Kilometern. Die Kosten kalkuliert er nach Laufmetern, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Zwischen Frühjahr und Herbst fährt er die Straßen in seinem Auftragsgebiet 5 bis 6 Mal ab. So kann er die Fahrbahn dauerhaft in gutem Zustand erhalten. Das Verfahren besticht mit einfacher Handhabung, hoher Schlagkraft und geringen Kosten. Grundsätzlich sucht der Unternehmer weitere Auftraggeber, um seine Dienstleistung auszuweiten. Auf Anfrage bietet er das Gerät aber auch zum Verkauf an. Interessierte können sich mit ihm in Verbindung setzen. Weitere Videos zu allen Themen der Forstwirtschaft findet ihr auf landwirt.com und auf YouTube. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal.